Und das hört sich stark nach einem Abschiedsbrief an. Ach, oh Mann. Also wenn Lara mal sowas findet, das muss sie extrem belasten. Weil sie sich ja die Schuld dafür gibt. Sie ist daran schuld, dass die alle hier sind. Und dass man jetzt befürchten muss, dass man hier nicht mehr rauskommt aus der Insel. Nicht mehr runterkommt, festsitzt, sterben wird. Das belastet sie natürlich sehr. Und neues Lager. Gucken wir mal nach. Oh, Bergungs... Naja. Ich habe vergessen, wir haben ja unsere Waffen noch nicht wieder. Bergungsgut hätten wir zwar genug, um wieder ein Upgrade zu machen, aber uns wurden unsere Waffen ja weggenommen. Und hier haben wir noch was Hübsches. Sieht nach früh im 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Ja, okay. Nicht schlecht. Ist jetzt zwar nicht so schön der Fächer, aber ist auch nicht schlecht. So, Pfeil und Bogen. Ach, ist voll. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das hier aufbrechen. Schnell in Deckung. Und den Weg freischießen. Sehr schön. Dann hier schnell vorbeilaufen. Einmal hüpf. Und hier hoch. Sehr schön. Ja, bis jetzt geht's ja noch zügig voran. Ich hoffe nur, wir finden Sam. Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Okay. Fire schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung, gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Sorry, Leute. Das musste jetzt einfach mal sein. Na, wegen euch habe ich ja nichts als Ärger. Hier geht's nach oben. Und das ist auch der normale Weg. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich hier wieder hochkomme, weil ich möchte mich hier unten auch noch umgucken. Was es hier so Schönes gibt und vielleicht ist ja noch ein bisschen was von den Leichen übrig, okay, eine Ratte. Damit ich hier noch ein bisschen was absahnen kann. Halt, hier liegt noch einer. Wo es den dritten hin katapultiert hat, keine Ahnung, vielleicht hat es den komplett zerfetzt. Gucke ich jetzt noch hier oben nach. Ja, okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Schade. Aber ein bisschen was konnten wir wenigstens noch einsammeln. Und dann klettern wir hier die Wand nach oben. Mit dem Upgrade geht das jetzt auch ein bisschen schneller. Damit kann Lara schneller klettern. Und wir sind die Wand ein bisschen schneller oben. Sehr schön. Okay, jetzt geht's mal auf den nächsten. Puh, aber was das für ein Knall immer tut. Das finde ich... Wow, okay, also das... ja.
Mehr als Knochen sind hier nicht mehr übrig. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Pfeiler, aber kann ich nicht mehr aufnehmen. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Ah, hier hinten. Haben wir noch ein bisschen Bergungsgut. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Ah, aber der Fächer, der sieht wenigstens ein bisschen hübscher aus als der andere. Wenigstens noch ein bisschen Bildchen drauf. Wieso ist denn Bogen ausgerüstet? Ist hier wer? Hallöchen. Irgendjemand überlebt? Sieht nicht so aus. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. Wunderbar. Okay. So, hier oben müssen wir weiter. Ah, dann würde ich sagen. Machen wir doch hier mal wieder auf. Gehen in aua. In sichere Entfernung. Und lassen es wieder krachen. Das hat mir rein gar nichts gebracht. Okay. So sieht das aber wesentlich besser aus. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen schneller laufen. Denn ich habe, glaube ich, Scheiße gebaut. Oh, ist gut, ich bin nicht gut. Lauf, lauf. Wow! Oh, shit! Oh, warum muss ich immer in solche blöden Situationen reingeraten? Ach, du Scheiße. Lauf, lauf, Lara. Oh, nix wie raus hier. Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit... Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Mhm. Ihr habt alle einen Knall. Dann mal, komme ich auch mal wieder aus diesem Überlebensinstinkt raus? Hallo? Ah, danke. Wie machen wir das am besten? Jetzt stehen sie hier alle drei rum. Aber ich möchte jetzt nicht davor hinrennen und irgendwie einen erschießen oder so. Weil ich weiß ja nicht, ob sie sich doch noch bewegen. Naja, probieren geht über studieren. Weil die stehen mir hier echt zu lange rum. Ruhe. So, du auch noch? Und du auch noch, mein Freund. Wunderbar. Ja! Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus.
müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Das nochmal. Lara? Haltet euch irgendwo! Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Ein Schritt, wir sind alle zusammen hier raus. Okay, was jetzt? Ah, okay. Danke für die Hilfe. Danke, Jonah. Das war knapp. Scheiße, wir haben ein Problem. Der Käfigboden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Oh, Mist. Ich bin kein D-Zug. Und wieder bin ich alleine auf mich gestellt. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Wenigstens konnten wir die anderen drei retten. Ich hoffe nur, sie schaffen es auch noch draußen. Mir gefällt das überhaupt nicht hier drin. Ich hoffe, ich finde Sam. Ich hoffe auch, dass wir sie retten können. Sind wir immerhin schon so weit gekommen? Sag mal, reicht das alles hier drin? Da heißt es immer, Männer machen alles kaputt. Guckt's euch an. Wow. Frauen können auch ordentlich auf den Putz hauen. Naja, okay, so geht's auch. Ich glaube, wir müssen hier gar nichts mehr machen. Das wird schon... Wow! Von den Flammen erledigt. Oh Mann, ey. Mir gefällt das überhaupt nicht. Schon, Lara, danke. Puh, okay. Ganz ruhig bleiben, hier liegt alles nur an Schutt und Asche. Ist doch nicht so schlimm. Wir laufen nur mittendrin durch. Könnten jederzeit verkokeln. Thank you.
Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Wir werden das herausfinden, Lara, aber erstmal sollten wir uns darauf konzentrieren, hier irgendwie rauszukommen. Und am besten mit Sam und am besten lebend. Wow. Oh, nee. Oh, Leute, habt ihr echt noch Zeit, auf mich zu schießen? In dieser Situation? Ernsthaft? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, da ist auch noch einer, aber ich springe da jetzt erstmal rüber. Von hier aus trifft er mich nicht. So. Okay, weiterhin. Okay, hier sieht es noch etwas sicher aus.